Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Warum mache ich immer Dummheiten? Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Der Pfad sei dunkel und bewacht von fliederlosen Samen. Morgen. Gut geschlafen? Ich hatte wieder diesen Traum. Von deinen Eltern? Ja. Und damit willkommen zurück zur 7. Folge jetzt. Tom Breuter, ich habe mir überlegt, ich mache Ausstrahlung immer sonntags, weil ich absolut nicht mehr herkomme, gerade arbeitsmäßig und so weiter. Mit dem Schneiden und bla bla bla. Aber eine Neuerung habe ich für euch. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut findet oder nicht. Könnt ihr immer schreiben in die Kommentare. In den letzten Folgen habe ich immer so ein bisschen Vorschau. Nicht Vorschau, sondern was bisher geschah. Ob euch das so gefällt oder ob ihr das eher nervig findet oder wie auch immer. Das könnt ihr gerne mal schreiben. Oder ob ihr sagt, nee, wenn du die erste Folge ja schon hoch, also oben hast Sonntag, wie wäre es dann mit der nächsten, so eine Voraussicht? Was kommt als nächstes? Könnte man auch machen, habe ich mir auch überlegt. Aber ich glaube, mit diesem, was bisher geschah, ist es eigentlich nicht verkehrt. Und da ja immer eine Woche ungefähr Abstand ist. Was heißt ungefähr eigentlich? Ziemlich genau. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh. Das ist da oben. Wir gucken einfach mal hoch. Damit können wir auch irgendwo lang. Okay, der will hier weiter. Dann gucken wir erstmal hier hinten rum. Da war auch noch irgendwas. Wie gesagt, das könnt ihr mal entscheiden, wie ihr das für besser empfindet. Ja, nochmal mit. Warum können die hier hoch? Ups. Und abgesehen, was ist das denn? Da gibt es wieder Leder. Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis gerannt. Gut. Genau. Ist jetzt voll? Nö. Nee. Kann man auch mitnehmen. Ja.
geht's deinem Arm? Bisschen steif, aber okay. Und dein Rücken? Gut. Gut. Unserem Rücken geht's immer entzückend. Also wir könnten jetzt hier rüber und wir könnten da weitergehen. Was werden wir wohl in Kuwakjaku finden? Fließendes Wasser wäre schön. Mir würde im Moment schon keine Jaguare reichen. Ja, eine Dusche wäre ideal. So. Kommt eigentlich mit hier, ne? Ein Häuschen. Und Holz. Okay. Der liegt hier schon länger. Soll wahrscheinlich Danger heißen. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was machen wir dagegen? Los, mir nach. Was machst du da? Zurück, verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Jemand aber halt die Augen offen. Ich mach schon. Hier abstellen. Hier darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt. Und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Wer ist dein Held? Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, die Warte. Wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssen das Ganze. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Steh nicht für dich gerade. Leise. Wir müssen ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Was in Gottes? Versteck dich. Dave? Sammy? Typen, Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave? Dreh dich um.
Oh nein, das kannst du dir abschminken! Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Hoffentlich waren das die letzten. Ja. Wie kommen die hierher? Keine Ahnung. Nicht gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Mein Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat mit 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren. Ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Zieh die Menge zurück, Simi. Angezündet werden. Das war's. Ah, okay. Hübsch. Alles klar. Komm schon, gehen wir. Eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Alles voll. Sehen, ich kann nicht mehr tragen. Wer? Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen.
Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid? Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir vor einen Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch. Okay. Da halten wir uns mal ein bisschen mit den Einheimischen. Neu hier? Gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Nichts dergleichen. Nein, ich bin Single. Interessant. Na klar. Na, backe die halt an. Oder sie ihn. Nicht ich. Meine Vorfahren. Langer Zeit. Danach waren sie Quechua. Und dann wird's unübersichtlich. Ich spreche nicht mal die Sprache. Ich glaube, ich weiß, wie das ist. Woher kommst du? Hawaii, Neuseeland. Hm. Wo ist deine Heimat? Beides. Keins davon. Ich habe fast immer hier gelebt. Ich habe meinen Pilotenschein in Lima gemacht. Aber dann schloss die Ölfirma und ich habe gehört, was hier los ist. Also bin ich zurück nach Hause. Willst du irgendwo anders leben? Naja, da jetzt alles unter Kontrolle ist, würde ich gern wieder reisen. Magst du Fußball? Das ist ein echt wichtiger Sport hier. Ja, ich habe auch gespielt. Aber in letzter Zeit war viel los. Wahrscheinlich besser so. Fußball ist okay. Aber Rugby ist ein echter Sport. Okay. Aber Rugby. Wie wär's mit einem Handel? Oh. Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte, damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen. Okay. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Er meint sie. Okay. Er will sie. Ach, egal. In donde te refugiaste de la granizada de... Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kuwakyaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus. Und weiß, wen man meiden muss. Verstehe. Den besten Fisch gibt's am Dock natürlich. Die Tacos sind im El Licor de Cerdo am besten, aber sein Bier ist pisswarm. Ich werde darauf achten. Oh, und Omar, halt dich bloß von ihm fern. Es sei denn, du willst Ärger. Denkt, er kann in die Stadt kommen und sich nehmen, was er will. Genau. Schön. Ich behalte möglichen Ärger im Auge. Behalt ihn besser in beiden. Otra tormenta como la... Río se llevará toda la aldea. Quizás sea lo mejor. Ich weiß, es klingt albern nach allem, was passiert ist.
Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Ein Vollidiot. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer. Kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben. Zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Lara Croft. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer. Er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Ja. Wir gucken aber erstmal um so weiter. Eine Biker-Gang. Hier kommen nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Oh. Tja. Du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Wir nicht. Meine Render ist fertig. Ich muss ja wie gehabt alles mal gleichzeitig machen. Rendern, hochladen, aufnehmen. Aber lustig, ich wurde noch nie gefragt, welches System ich habe. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal. Einst wurde die Stadt von dem wachsamen Auge des Kondors beschützt. Doch wir ließen zu, dass der Adler ihn vertrieb. Ich verstehe nicht ganz. Ja, ich auch nicht. Manchmal gehen Sachen im Laufe der Zeit verloren. Wir dachten, Geld würde uns glücklich machen. Aber der Adler nahm auch das. Okay. Bancho. Mach schon, ist ganz einfach. Du nimmst ihn und steckst ihm den Böller in den... Ach, du weißt schon. Hat der sowas überhaupt? Wie soll er sonst scheißen? Nein, ich will das nicht tun. Das ist fies. Sprengen wir doch ein paar Ananas. Oh, was erzählen wir, Javier? Dass wir ein neues Haustier haben? Cool. Entdeckt. Erkunden Sie Krypten, enthüllen Sie Ihre Geheimnisse.
dann sind wir hochgegangen. Dann gehen wir wieder hier zurück. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Ja, nur nicht mehr. Oh. Molotov-Cocktails. Heilen Sie, um herzustellen. Ich mag ja solche alten Ruinen, genauso wie Tomb Raider oder Assassin's Creed, da drin rumzukreuchen und zu untersuchen, das fetzt. Das, ja, das mag ich. Okay, eins haben wir. Hier geht's wohl nicht weiter. Jetzt wohl nicht so gut. Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Alter. Der Verwalter. Ja, wie kommen wir hier wieder raus? Ist klar, das sieht zum Klettern aus. Na? Nee, will sie nicht. Wir müssen hier lang. Ja. Oder unten. Ja. Ah, alles klar. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Nein. Okay, jetzt weiß ich, warum sie auch nicht da runterklettern wollte unbedingt. So, also wenn wir hier wieder rauskommen, weil da sind wir auf jeden Fall mal runtergerutscht. Hier hat noch was zum Klettern. Ist klar. Ha.
an. Gedrückt. Wieso? Fuck, wieso? Okay, also wir müssen auf jeden Fall hier lang. Kann ich hier hoch irgendwo? Nee, ne? Alles klar, zweimal drücken. Gold. Puh. Okay, das haben wir schon. Unten haben wir jetzt keine Ahnung gesehen. Die war auch nichts mehr, ne? Nee. Muss sein. Ging das hier lang? Ich hoffe ich mal, ja. Ja, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.